Ja. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Grand Teton National Park. Heute ist Sonntag, der 19. Mai. Und wir fahren gerade durch den Yellowstone National Park auf dem Weg zum Grand Teton National Park. Der Grand Teton, der liegt direkt südlich von Yellowstone. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Grand Teton National Park. Das ist jetzt das Coulter Bay Besucherzentrum. Wir waren auf den letzten Drücker, haben wir Junior Ranger fertig gekriegt. Oder gesagt, die vier haben das geschafft. Und jetzt wollen wir noch mal einmal zum Bergsee runter, gucken, wie viel wir denn von den Tetons hier wirklich sehen, weil es doch noch ein bisschen neblig ist und ein kleines bisschen wandern hier. Und dann heißt es wieder zurück nach West Yellowstone. Ah, von hier kann man die ganz gut sehen, die Berge jetzt. Bis auf den Teil, der in den Wolken ist. Aber wenn die da halt so tote Bäume abholzen, dann nach dem Brand... Ja, und 13.700 Fuß ist der höchste, der Gipfel hoch. Die anderen sind ein wenig kleiner. Und das sind die Tetons. Und der größte ist der Great Teton. Danach ist der Park benannt. Und da oben sitzt ein Weißkopfadler. Guck mal, ob ich den drauf kriege. Oh ja, da oben, da sitzt er jetzt. Jetzt, oh, cool. Oh, die genau über uns gehört hat. Oh ja, da oben. Nee, wie du wolltest mitnehmen. Ich wollte auch. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zurück nach West Yellowstone und genießen einfach nochmal die Aussicht hier am See.